Hi Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch solch ein leckeres Eis selbst machen könnt. Also, was ihr dafür braucht, ist Wasser, und zwar 300 ml Wasser und dazu natürlich Proteinpulver. Wir haben hier das Iso Fast im Geschmack Wassermelone, Banane, Kiwi, ist auch sehr lecker. Und zwar verwenden wir die doppelte Menge, ja, der empfohlenen Menge, also einfach das Doppelte nehmen. Dann machen wir gleich mal die Dose leer. Rein damit. Und zwar hat das den Hintergrund, dass die Geschmacksnerven bei der Kälte einigermaßen abgestumpft werden. Also man muss eine sehr große Süße reinbringen und muss sehr viel Aroma verwenden, damit der Geschmack überhaupt noch wahrgenommen wird. Das ist im Übrigen auch der Grund, weswegen Eis voll ist mit Zucker. So, hier in diesem Proteinpulver ist natürlich kein Zucker drin, aber wir machen einen richtigen dickflüssigen Shake, also aus einem Whey-Protein-Isolat einen dickflüssigen Shake zu machen. Da muss schon einiges an Pulver rein. Und das Ganze dann natürlich ordentlich durchschütteln, dass es keine Klümpchen gibt, und damit dann im Nachhinein ab in die Form. Jetzt führt ihr den Shake in die Form rein. Achtet darauf, dass ihr diese Förmchen richtig voll macht und nicht nur halb voll macht. Übrigens bekommt ihr diese Eisform in jedem Supermarkt, in jedem etwas größeren Supermarkt oder bei Ikea oder wo auch immer, könnt ihr euch auch im Internet bestellen. Und ihr müsst so ungefähr 2 bis 3 Stunden Geduld mitbringen, so lange dauert es, bis der Shake so richtig durchgefroren ist. Und jetzt packen wir das mal schön ins Gefrierfach und sehen uns dann gleich wieder. Jetzt wollen wir mal schauen, wie es aussieht. Ungefähr 2 bis 3 Stunden im Gefrierfach lassen, so sieht's aus, schon mal sehr lecker. Und jetzt muss es dann nur noch mit einiger Kraft rausgezogen werden, am besten kurz anwärmen, und so schaut das Eis dann aus. Das kann sich doch sehen lassen. Schmeckt einfach nur fantastisch, ich kann es euch nur empfehlen. Vor allen Dingen, davon könnt ihr so viele essen, wie ihr wollt. Reines Eiweiß, keine Kohlenhydrate, kein Zucker, kein Fett. Ein Geschmack richtig, richtig lecker. Könntet ihr auf jeden Fall mit jedem Proteinpulver einfach mal ausprobieren. Ich empfehle euch das wirklich mit dem Iso Fast. Den Link dazu packe ich auch nochmal unter das Video in die Infobox rein. Ich werde jetzt mein Eis essen, danach noch eins essen und noch eins essen. Und dann lege ich mich in die Sonne, und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, viele Grüße, euer Simon.